So, ich habe jetzt Matthias Röhr bei mir. Matthias, hi. Du hattest einen sehr interessanten Vortrag. Kannst du mal ganz kurz umreißen, was so die Themen waren darin? Ja, prinzipiell ging es um das Thema Incident Response, also wie reagiere ich auf einen Angriff, auf einen Sicherheitsvorfall, wie können wir unsere Kunden da mit unserem Managed Security Service Portfolio unterstützen. Das habe ich versucht in meinem Vortrag ein bisschen zu beleuchten und den Kunden näher zu bringen. Mhm. Jetzt sind wir ja hier auf der ITSA, ist ja riesig hier. Wie ist dein Eindruck bisher, Tag 2? Ja, die Veranstaltung wächst kontinuierlich. Wir haben wieder mehr Besucher gefühlt als letztes Jahr. Die Leute sind auch sehr interessiert. Wir konnten schon viele gute Gespräche mit potenziellen Kunden führen. Man sieht auch ein bisschen, der Mittelstand ist mehr und mehr vertreten. Das Thema Informationssicherheit wird besser gesehen, auch in Branchen und Unternehmensgrößen, die das vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht so auf dem Schirm hatten. Und das Thema Informationssicherheit dehnt sich auch aus über die Enterprise-IT hinaus. In Produktionsanlagen, physikalische Sicherheit. Die ITSA ist eigentlich eine ideale Veranstaltung, um sich so einen Gesamtüberblick über Lösungen und Angebote zu verschaffen. Jetzt stehen wir hier im Forum Orange und wie bewertest du den ganzen Messestand, den ganzen Messeauftritt? Wie war auch dein Eindruck während deines Vortrags? Ja gut, die Besucherzahlen oder Zuhörerzahlen, die schwanken natürlich. Es kommen immer mal so Wellen vorbei. Aber deswegen haben wir ja kontinuierlich unsere Vorträge hier im Programm. Die werden auch beständig wiederholt. Und ich denke, da haben wir schon eine relativ hohe Trefferquote. Der Stand ist natürlich wieder super gelungen. Kompliment an unser Marketing-Team. Das ist cool wie jedes Jahr. Freut mich, wieder hier zu sein. Super, vielen Dank und dann noch viel Spaß auf der ITSA. Hier ist Ron Peter. Thank you for being here, first of all. And you had a quite interesting presentation. So can you shortly describe what was the topic of that? Yes, the topic is called offensive security testing. And what we do is we basically attack customers on their request to find very serious vulnerabilities in their live environment. And of course, this is a questionable topic because that means that everything they do, and investment they made in services, in software, technology, their own department, is good, but not good enough. And on average, we find the first serious vulnerabilities in 4 to 6 hours on day one, which means that there are very serious vulnerabilities that could be breached by cyber attacks. So what we help the customers to get this out very quickly. My last question, what is your summary, your opinion about the Forum Orange here? So how were the reactions of the audience during your presentation and so on? Yeah, I think that there's so much, there's so many new offerings, there's so many companies here. I think it's very hard for attendees to find out, you know, what is really interesting. It gets kind of, some of the things kind of get lost in the noise and the activity and the volume of people and vendors. What I think is going to happen is that one starts to much more differentiate between, okay, what is there, what fits in what category, and then based on that it becomes much more apparent about where are the things that one really has not really covered themselves very well to protect them from security perspective. And you know, we are in an adversarial business. That means we take the approach of a cyber tech servant. So we don't look at from the customer inside out, we look from the customer outside in. And therefore we take a bit of a different approach. And you see some things around here that are emerging that are very cool. And there are very new things, things that I've not seen before. It's a new category in terms of a solution perspective. And I think they have a very promising future. Yeah, that's true. That's really true. And thank you, Ron, for the interview and enjoy your time here. Der Markus ist jetzt bei uns auf der ITSA. Markus, hi. Du hattest wirklich eine interessante Präsentation. Magst du mal ganz kurz beschreiben, was so der Inhalt von deiner Präsentation war? Ja, also es ging um das Thema künstliche Intelligenz und Silence und auch wie Endpoint Protection damit funktioniert. Ich habe versucht, ein bisschen die Kunden dazu anzuheitern, zu sagen, okay, künstliche Intelligenz, das ist das neue Thema, was auf jeden Fall wichtig ist. Ja. Ja, und was hältst du generell jetzt hier vom Forum Orange und von der Reaktion vielleicht auch von deinen Zuhörern? Also es ist das erste Mal für mich für die ITSA. Ich war das letzte Mal nicht dabei, aber ich finde es mega geil. Also ich habe schon gehört, der Stand ist deutlich besser geworden. Ich wüsste gar nicht, was man jetzt noch verbessern kann. Es ist alles sehr aufgeräumt. Auf jeden Fall echt cool. Und generell jetzt, wenn man das Ganze betrachtet, die ITSA an sich, was ist dein Eindruck? Das ist ja schon Tag 2. Kann man schon so ein kleines Fazit ziehen und was sind bisher so deine Eindrücke auch von den Gesprächen?
Also Tag 1 war schon super, da haben wir schon echt sehr viele Leads gehabt. War wie gesagt auch für mich das allererste Mal. Tag 2 ist nochmal viel bombastischer, also die Itza ist echt top. Super, ja, kurz und knackig. Vielen Dank, Markus. So, ich habe jetzt hier Eckhard Bogner von Bluelift hier. Eckhard, du hattest gerade einen super interessanten Vortrag. Magst du ganz kurz nochmal umreißen, um was es da genau nochmal ging? Wir sind von Bluelift dafür da, Targeted Threat Intelligence für unsere Kunden zu finden. Das heißt, welche Bedrohungen gibt es im Internet bereits, von denen der Kunde gar nichts weiß? Und die können richtig schlimm sein. Die können dafür sorgen, dass in der Firma gehackt wird, dass Hacker reinkommen, weil sie Zugangsdaten haben, dass sie Vulnerabilities auf Webseiten sehen und damit einen effektiven Breach machen können mit allen den schlimmen Folgen. Wir liefern diese Daten aus dem Cyberspace, dass der Kunde sich schützen kann, meistens bevor der Einbruch passiert. Angriffe auf Unternehmen, das wird bestimmt auch auf der ITSA dieses Jahr ein großes Thema sein. Generell kann man schon ein Zwischenfazit ziehen, kannst du ja schon eins ziehen am Tag 2, wie so die ITSA für dich läuft, was der Eindruck und was vielleicht auch der Vorteil, wenn man mal zusammenkommt wie hier auf der ITSA. Die ITSA ist ein Familientreffen. Alle kommen zusammen, die in der Security etwas zu tun haben. Man kennt sich teilweise seit vielen, vielen Jahren. Und was für mich interessant ist, dass diese alten Bekanntschaften aufgefrischt werden mit Leuten, die man kennt, aber die neue Visitenkarte haben, sonst hat sich nichts geändert. Und viele neue Kunden. Menschen, die zum ersten Mal hier sind, mit denen ich zum ersten Mal zusammenkomme und denen ich ein interessantes Thema vortragen kann. Und unser Thema hat den Vorteil, viele Kunden benutzen so etwas noch nicht. Das heißt, die kennen das Thema nicht und man kann Augen öffnen und Interesse wecken und das ist spannend. Gerade noch Interesse wecken, gerade zum Vortrag auch am Forum Orange. Was fällt da vielleicht das Fazit aus zum Vortrag? Wie sind die Reaktionen auf den Vortrag und wie generell findest du die Standgestaltung so beim Forum Orange? Also mir gefällt das Forum Orange sehr gut. Es ist klasse organisiert, durchorganisiert, es ist immer etwas los und jeder, der vorbeikommt, hört ein interessantes Thema. Ich finde, manchmal könnten ein paar mehr Zuschauer da sein. Ich versuche anschließend auf die Zuschauer zuzugehen, mit ihnen zu reden und das ist dann sehr spannend, denn die da waren, sind beeindruckt und das macht Spaß. Super, dann war's es schon. Vielen Dank, Eckhard. Ich heiße den Andreas Günther hier. Andreas, hi. Du hattest einen super interessanten Vortrag, auch zum ESH. Magst du ganz kurz schon mal beschreiben, was so die Eckpfeiler, sag ich mal, von der Präsentation waren? Die Eckpfeiler von der Präsentation, gerne. Also es geht um die realistischen Trainings, die wir am Flughafen München zusammen mit zwei weiteren Partnern durchführen. Und wie auch letztes Jahr ist das Feedback für diese Trainings sehr gut angekommen. Der Vortrag sehr gut befüllt mit Leuten und spannendes Thema weiterhin. Ja, ITSA, ich habe gerade gehört, beim letzten Interview ist ein großes Familientreffen. Siehst du das auch so und wie kann man vielleicht schon an Tag 2 ein kleines Zwischenfazit schon irgendwie verfassen? Wie schaut's aus? Man trifft hier sehr viele Leute, die man kennt, über die Jahre kennengelernt hat. Und ich muss sagen, dieses Jahr wieder sehr viel los. Also gerade auch hier in dem bisher größten Forum Orange, was wir haben, massiv Interesse an den Fokusthemen, die wir als SecureLink bieten. Und es ist immer wieder schön, die Leute zu treffen. Zum Resound generell, wir haben sehr viel Feedback bekommen heute. Also heute war definitiv der vollste Tag der ITSA bisher. Super Leads generiert. So kann es weitergehen. So kann es weitergehen. Vielen Dank. Klasse. Ebert, first of all, thanks for being here. So the main first question is, what is your opinion of the ITSA itself? So your impressions, your expectations maybe also, and yeah, please shortly describe. Yeah, I think this is, it's kind of the RSA of Europe, isn't it? It's like the biggest, baddest show around. Everyone's that is a little bit important in this field is here. I saw Paul Vixie, who is an internet veteran, is going to do talks this afternoon at one. There's amazing companies, both ones that have been breaking this industry for many years, as well as very promising startups as well, and obviously SecureLink. So yeah, this is a very, very cool show. Perfect. You hold something in your hand, so maybe you can show the others what it is. So there's something very special upcoming this year. So this is actually the annual security report. So at SecureLink, obviously, we track trends and threats because we're looking at, let's say, 10 trillion logs per year. And you know, all of that data, we can learn from that as well. So part of my job is to create a trend report out of that. And
you know, the three trends that we find specifically are very interesting is that there's the criminals are taking two turns here. Rookie criminals keep doing what they've always done. Ransomware, but now also cryptojacking. But veteran criminals are more targeted in their approach. They will quietly enter the network, start hacking you, looking for value, and if they don't find value, they will then destroy your files and ransom it for an enterprise amount. And finally, there's obviously nation-state geopolitical threats. As you might have seen on the news, the world is kind of a mess, you know, with sanctions, trade wars, leaders that diss other world leaders. So, and cyber follows in that track. There's been amazing news this week about APT-28, or the Russians have been apprehended in the Netherlands and so on. And all of this is relevant for us as well, because the times of thinking that we're not a target are over. We're collateral damage in this fight. We're caught in the crossfires, and that's an extra trend we need to prepare ourselves against. So maybe my last question, what do you think of the Forum Orange? What is your opinion? Yeah, so I just saw an amazing presentation by Antonin Bojan. He is a super talented hacker, and he is very, very smart. And what he did is he kind of hacked a Furby. It wasn't really hacking, was misusing a Furby to communicate to his Alexa Echo. And this is really, you know, one of the big things, of course, is the IoT. And I think that he's spot on. And this is some of the amazing stuff you will see here. It's just out here. You walk past it. So it's amazing to have that kind of quality here. So thank you, Evert, and enjoy your time here. Thank you very much. Bei mir im Interview-Eck steht jetzt der Chef und ich begrüße ganz herzlich Matthias Rosche. Matthias, eine Frage erstmal vorweg. ITSA, zweiter Tag, wie fällt dein Zwischenfazit aus? Ja, ich denke, wir haben richtig Bewegung auf dem Stand. Schon gestern, überraschenderweise, weil der erste Tag ist ja meist etwas ruhig, war bei uns nicht so. Heute, wenn ich so rumschaue, auch tolles Publikum, einige sehr gute Leads. Ich habe super Gespräche geführt mit Herstellern, mit Presse. Habe auch ein paar neue Mitarbeiter vielleicht begeistern können. Also von der Sache her für mich schon mal ein Erfolg. Und ich hoffe, dass das heute Nachmittag respektive morgen so weitergeht. Ja, das hoffen wir natürlich alle. Ich habe es vorher gerade schon angesprochen. Du bist ja der neue Chef, also eigentlich frisch zur SecureLink Germany gekommen. Wie ist dein Eindruck von dem Ganzen? Deine ersten Eindrücke, vielleicht kannst du dir noch mal ganz kurz schildern. Ja, also das Umfeld kam mir relativ bekannt vor. Ich komme ja aus der Security und finde hier etwas vor, denke ich, das sehr viel Potenzial hat zu wachsen und auch als Teil von einer größeren Gruppe innerhalb von Europa Marktführer zu werden. Das ist eine spannende Aufgabe, deswegen bin ich hier. Ich habe den Monat jetzt gut genutzt, die Aufgaben vom Andreas übernommen, denke ich. Und der erste Eindruck, den ich hatte, schon bevor ich kam, ist bestätigt worden. Ich denke mal, tolles Team, sehr motiviert. Ich denke, es wird die eine oder andere Veränderung geben. Ich glaube aber auch, dass die meisten Mitarbeiter sagen werden, toll, genau in die Richtung müssen wir gehen. Und das liegt jetzt vor uns und darauf freue ich mich. Abschließende Frage. Wir sind jetzt hier im Forum Orange. So dein Eindruck, wie würdest du den bewerten? Und vielleicht hast du auch ein bisschen in deinem Stress jetzt heute schon ein bisschen aufschnappen können, wie die Reaktionen vielleicht auf unserem Messestand ausfallen. Ja, also der Messestand ist super und das Marketing-Team hat einen absolut tollen Job gemacht. Die haben mich auch voll durchgetaktet hier mit Terminen, also perfekt. Ich habe, glaube ich, 30 Termine in den 3 Tagen jetzt zu absolvieren, aber das ist sehr effizient und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir den Partnern, Presse und auch Kunden gegenüber Präsenz zeigen. Die Story SecureLink als Teil eines großen europäischen Security-Spielers kommt sehr gut an, also ich kriege super Reaktionen. Auch unser Outfit, muss ich sagen, ich werde als schlanker als vorher eingestuft. Dabei habe ich eher 3 Kilo zugenommen. Aber also wie gesagt, sehr dynamisch. Und ich glaube, das ist ein gutes Image, mit dem wir jetzt starten können. Und da freue ich mich drauf. Ja, wenn man solche Aussagen hört, dann schwebt man ja. Super, alles klar. Vielen Dank, Matthias. So, wir sind umgezogen und Christopher Knöll ist jetzt bei mir. Hi, Christopher. Hallo, Philipp. Erstmal jetzt so gegen Ende des Tag 2. Wie ist denn dein Fazit bisher? Ja, gutes Fazit. Also interessante Gespräche geführt heute. Mein Thema Industrial Security ja auch an den Mann gebracht, sage ich mal so. Gerade ein sehr interessantes Gespräch noch zum Ende hingeführt. Also
durchaus für uns gute Resonanz. Am Stand hier einiges los. Gerade eben noch die Glücksradverlosung hier gehabt, 17 Uhr. Super Sache auf jeden Fall. Klasse. Und also die Itza generell einfach auch eine gute Sache, um einfach Kontakte zu knüpfen, oder? Ja, definitiv. Ich bin vorhin mal ein bisschen rumgelaufen durch die verschiedenen Hallen. Auch einige neue interessante Hersteller, auch für uns. Klar, um Kontakte zu knüpfen und Kontakte zu halten, ist das hier so ein bisschen wie so ein kleines Klassentreffen. Ja, jedes Jahr immer wieder gut. Wir sind ja hier im Forum Orange und ja, wir sind ja auch Präsentationen gewesen heute. Du warst einer der Vortragenden. Um was ging es denn bei dir? Ja, mein Thema, wie gesagt, Industrial Security, und da wird einfach ein bisschen aufgezeigt, was man mit passiven Technologien aus industriellen Netzwerken alles rausziehen kann. Angefangen von der Asset-Erkennung über Schwachstellenerkennung bis hin zur Anomalie-Detection, Anbindung in Richtung SIEM-Systeme. Das war so der Inhalt des Vortrags. Genau. Und ich habe es ja vorher schon angesprochen, Forum Orange. Wie sind so die Reaktionen gewesen auf deinen Vortrag und wie findest du generell also den Messestand und auch vielleicht andere Messestände? Ja, also ich denke, wir haben hier wieder einen sehr schönen Messestand dieses Jahr. Mit der Demo-Ecke, die wir hier um die Ecke aufgebaut haben und dem Forum Orange hier, wo wir auch gerade stehen. Und ich denke, es ist ein guter Magnet, um Publikum anzulocken und auch Publikum zu halten und über die neuesten Trends und Technologien im Bereich Security zu informieren. Super, vielen Dank, das war's schon. Danke.